Was geht ab, Leute, und willkommen bei einem weiteren Teil vom Let's Play zu The Last of Us. Saisi mag dich schreibt richtig geil zu Last of Us. Karina Karlschmidt schreibt richtig geil. Also, richtig geil ist das beste Wort. Weißt du, früher war geil, wurde verwendet nur, wenn man, also beim Sex oder man irgendwie etwas Geiles empfunden hat, dass man sagt, oh, geil, wow, geil. Hä? Und jetzt sagt man das auch zu Videospielen geil. Ja, wenn das geil ist, ist halt geil. Mr. XX, Jill XX sagt irgendwie verdammt geil. Also das ist noch höher als einfach nur geil. Ach, da muss ich, okay. Bob Flop sagt einfach hi. Julia Lehmann, dieses Spiel ist so genial, ich will auch. Ich will auch. Diese Leute, ich will auch, ich will auch. Ich will auch. Meins, wie bei Windet nehme. Meins. Idre J sagt geiles Game. Roman Sieber sagt cool. Einfach so richtig cool. Mehr nicht, weißt du, einfach cool. Es ist einfach richtig cool zu schreiben. Und der cooler Stylermann sagt gerade jetzt, das Spiel ist schon draußen. Weißt du, der, ja, gut. Vielleicht heißt das Spiel ist schon draußen, ihr Lappen. Ne, das Spiel ist schon draußen, obwohl. Ist das ein Fragezeichen? Nein, nichts. Kein Ausdruck. Das Spiel ist schon draußen. Das Spiel ist schon draußen. Oh, ich habe eine neue Waffe, Revolver. Ich habe schon viele Spiele gespielt, aber The Last of Us hat mit Abstand die beste Story. Mal schauen, ob das demnächst von einem PS4-Titel getoppt werden kann. Logo. Ja gut, das kann man auch nicht vergleichen natürlich. Ist das ja PlayStation 3 Leistung. Also nach geil, verdammt geil, kommt jetzt von Roman Best übelst geil. Oh, mehr geht jetzt wohl gar nicht, oder? Also übelst geil, ja. Und Chrissy G schreibt einfach, yeah, Fünfter. Hä? Ich mach doch schon. Richtig geil. Also es kommt nur geil, geil, cool, geil. Mal sehen, ob wir jetzt was... Oh, das hört sich gar nicht gut an, was da abgeht. Ist wieder Action angesagt? Extrem. Ich höre zumindest schon voll die Geräusche von den komischen. Warum zuckst du so? Ja, weil die Taschenlampe kaputt geht. Man muss das machen. Und jetzt? Okay, das war's mit Kommentaren. Jetzt geht's weiter. Muss ich da runter? Ja, ne? Von wem wurde der gefilmt? Von der Kamera. Cooles Spiel. Nee, oh, von Simon in diesem Video. Es ging ja um Watch Dogs, oder? Davor war es jetzt The Last of Us. Und jetzt gerade gehe ich auf Watch Dogs. Das wird schmerzlos. Schau dir den an. Ihr habt schon ein über 6000 Abos. Ausrufezeichen. Ja, 6000 Abos, das ist sehr schön. Und du sagst die ganze Zeit 20 Zuschauer. Naja, es fängt mit 20 an. Also die ersten 20 sind immer die teuersten, weißt du? Ja, das Ding ist ja, nicht alle Abonnenten bekommen ja unsere Videos. Das ist leider ein Problem auf YouTube geworden. Wie bei Facebook. Also wenn wir jetzt ein Video hochladen, sehen das vielleicht so 20-30% von den Leuten, die den Kanal abonniert haben. Und das ist natürlich leicht problematisch, wenn ihr den abonniert und dann... Wozu ist die Funktion überhaupt da, wenn ihr die Videos nicht bekommt? Verstehe ich nicht. Eure Videos waren früher viel besser, jetzt macht ihr nur Videos von eurem Leben. Ja, wir machen das eigentlich nur, weil das gewünscht war, aber nur von unserem Leben würde ich auch nicht sagen. Naja, wir machen ja alles. Das hören wir schon seit verdammt vielen Jahren. Weißt du, das ist so wie bei... wie Bushido es gesagt hat, wenn jeder... Also, weißt du, wenn jedes Mal... Du bist blond und jedes Mal zu dir kommt jemand und sagt, hey... Du bist blond. Dann wirst du blond, ne? Ich glaube, ich wurde entdeckt. Man wird echt blond. Extrem entdeckt. Ruska Girl 01 sagt immer dein coole Herz. Ah, hart. Cindy Wonderbeer schreibt zu Watch Dogs, sagt sie, das Spiel ist echt der Hammer. Respekt an die Spielentwickler, wäre cool. Nein, Mann! Davon ein Let's Play machen können. Gerne, Watch Dogs, gerne. Donika Heiderei sagt Sascha. Mehr nicht? Einfach Sascha, ohne Herzchen, ohne Smileys, ohne irgendein XD oder sowas. Okay, ich glaube, das hier wird eine harte Nummer. Jenny Boyle Apple sagt, haben will. So. Ach du Scheiße, wie konnten die mich so schnell entdecken? Was denn los? Vierter, zweiter, dritter. Oh komm, Mann, das ist doch nicht fair. Jung, ernsthaft? Ich muss mich jetzt erstmal, tut mir leid, dass ich abkacke, ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Ja, wo bist du jetzt überhaupt?
Du bist immer noch in diesem Gebäude, oder? Hier sind ganz viele Opfer unterwegs. Du darfst dich einfach so verrecken, das wäre einfach. Ich habe Kanye West geliked von Gangbang Bros. Also Kanye West, neues Album ist halt. Guck mal, was soll das eigentlich? Er wollte dir ein Küsschen geben. Beste Freunde geben ihm ein Küsschen, weißt du? Oder? So hat es. So war der Spruch. Ich weiß nicht, was du meinst. Das war so ein Schokoküsschen. Das war so ein Pilz. Okay, ich fange ganz von hinten an. Du warst Glückspilz. Ja, das kann doch nicht wahr sein, dass die alle wissen, wo ich bin. Der ist der gefährlichste, der da. Also Rabbids Trailer habe ich angeschaut, gibt es bei uns Game Bang Bros. Auch zu sehen. Und der Trailer von Rabbids Invasion zeigt einfach, wie bescheuert die Welt von Kindern sein kann. Also dieses Spiel ist richtig geil, lustig, aber auf Dauer für die Eltern werden ausflippen. Die Kinder werden es feiern, aber die Eltern flippen aus bei diesen Soundgeräuschen. Das sind so verrückte, abgefuckte, flippende Hasen, die ganze Zeit rumschreien. Also, boah. Scheiße, hab ich gerade Angst, Mann. Das interessanteste Spiel finden die meisten ist der Invasion. Hast du schon allgemein... Division? Invision, genau. Invision, genau. Hast du schon mal hast du gehört, die Gewinner von den drei, wer das ist? Nee. Nein? Soll ich mal nachgoogeln? Weiß gar nicht, ob es sowas gibt. Ich bin gespannt. Aber auf der Gamescom werden die Awards verteilt, oder? Meinst du? Die drei weiß ich gar nicht. Doch, es gibt auch die drei Awards. Boah, den fick ich jetzt so richtig. Oh nein! Das kann doch nicht wahr sein, Mann! Die drei Awards 2003. Einfach laufen, einfach weglaufen. Weg, bis alle weg sind. Okay, schau mal rein. Nein. Hier, friss das. Und wo auch noch. Nein. Hauptsache, der kommt mir nicht zu nah. Steht echt nichts dieses Jahr. Weiß ich gar nicht, ob es sowas gibt. Doch. Die drei Gewinner habe ich schon ganz oft gesehen. Fuck, was mache ich? Also die besten Rollenspiele der E3 2013 ist Elder Scrolls Online. Oh ja, war doch klar. Okay. Ist aber auch ein gutes Spiel, muss man sagen. Boah, Hammer-Spiel, aber dass dieser Teil verfilmt wird. Hey, ich will jetzt wieder... Wird das verfilmt? Nein, doch, ich habe es gehört, Intro. Irgendwo habe ich gelesen, dass es verfilmt wird. Ist noch im Plan. Was machen? Die besten Shooter E3. Wer, was glaubst du? Battlefield, denke ich mal, oder COD, ne? Call of Duty. Echt? Nicht also Battlefield? Auf Platz 1? Nein, warte. Nein, Platz 1, Destiny. Destiny? Was ist Destiny? Oh ne, das soll man Halo machen. Ne? Battlefield ist auf Platz 3. Call of Duty auf Platz 5. Jungs, ey, das ist doch nicht mehr gesund, was ihr da abzieht. Okay, ich habe mich wieder verstanden. Division 2. Aber Destiny, warum Platz 1, Mann? Ja, dann wird das seinen Grund haben, aber den werden wir nie verstehen. Ey, Bruder, ich bin hier und du siehst mich nicht, ne? Du siehst mich nicht, Bruder. Hat irgendwas von GTA 5. GTA 5, das ist sehr wichtig. Und das, wo ich werde zu Bildzeitung geleitet. Darf ich die Bildzeitung vertrauen? Das natürlich. Das Actionspiel GTA 5, Grand Theft Auto 5, ist neben der Veröffentlichung von zwei neuen Spielkonsolen das beste Spielergebnis 2013. Bereits Monate vor dem Verkaufsstart am 17. September ist das Interesse riesig. Alter, wir müssen es vorreservieren. Dann sind wir die letzten Lappen, die das Spiel 100% wird es weg sein. Es ist jetzt schon weg wahrscheinlich. Boah, okay, das wird jetzt gefährlich mit dem Typen. Also, das steht, mehr als dieses Spiel braucht man nicht dieses Jahr. Aber naja, die Frage ist, ob es wirklich rauskommt. Das wird jedes Mal verschoben. Nee, diesmal wird es nicht mehr verschoben, sonst wird es affig. Da wird es affig. Oh Mann, der ist gefährlich. Der ist richtig gefährlich. Ein Biss und ich bin tot. Jetzt habe ich Bock, weitere Kommentare zu entdecken. Das macht mir gerade richtig Spaß. Und den Pokal. Das Ding ist, die können mich ja nicht sehen, ne? Die können mich nur riechen oder hören. Ich darf aber nicht zu nahe kommen. Wenn sie dich wirklich riechen könnten, hätten die schon längst aufgefressen.
Die hatten nicht schon. Ah, komm, ich hab mich heute extra noch geduscht. Ich meine, guck dir diese hässlichen Köpfe an. Komm, hast du gesehen? Hast du gesehen? Profi. Profi. Also auf Dauer tut das wirklich, der tut mir leid gerade. Ich fühle mit. Okay, ihr könnt kommen. Ich hab alle. Hast du gesehen? Das war Profi-Arbeit. Okay, jetzt bin ich gespannt, was bei Gamebang Bros drinsteht. Ey, meine Mutter guckt gerade mitten kaufen Wohnen und auf einmal ist das Simon Desio. Simon, du bist überall. Und der ist ein Star, der Junge ist Star. Wir haben das letzte so gefeiert beim Interview mit RTL 2, wo Simon Desio so richtig geile Sprüche gebracht hat. Wir gehen davon aus, dass RTL es wie immer nicht reinschneiden wird, aber das waren richtig geile Gigs dabei. Das ist immer das Gleiche. Die stellen 3-4 Fragen und alles typische Fragen. Die fragen Simon zum Beispiel, was haben die? Ah, wieso habt ihr so einen Erfolg auf YouTube? Und das ist so da, naja, weil wir richtig geil sind. Das sind halt krasse Typen. Wir haben so weggelacht, wir konnten nicht anders, man hat uns gehört. Die zweite Frage war, wie kommt ihr mit anderen YouTubern aus anderen Ländern hier klar? Also, das kommt ihr miteinander zurecht und so? Oder, nein, wie kommt ihr miteinander klar? Das mit Simon, Alberto, dass wir alle zusammen wurden damit angesprochen. Und Simon meint, ja, wir sind halt nicht die Einzigen hier, da sind auch ganz viele Hampelmänner aus anderen Ländern da. Und auf einmal fangen wir so einen riesen mega Lachflash an, wir lachen so lange über Tim, so 10 Minuten lang lachen. Und wir können nicht aufhören, dass wir uns wirklich beruhigen müssten, weil das war Simons Interview. Mann, ich bin so blöd, ich hätte gleich hier aufgehen sollen, hätten sie mich nicht erreicht. Ich wäre unerreichbar. Oh, eine Kugel, immerhin. Mach mir Videos mit Herbert. Нет, понятно, ну чё, хули сказать. Звучит. Hallo, liebe Zuseher. Oh. Auf meinem Kanal findet ihr Let's Play Witze, Videos und sonstiges. Immer ständiges Werbung machen. Also ganz ehrlich, das lohnt sich gar nicht. Mach einfach Videos und dann bekommst du dein Fame. Ja, vor allem manche Leute machen Werbung für einen Kanal, da sind gar keine Videos drauf, das verstehe ich nicht. Cooles Video, liebe Zuschauer, schaut auf meinen Kanal. Ja, einfach vorbeischauen. Auf dem Kanal, Kanal. Ihr macht im Moment sehr langweilige Videos. Ich bin zwar ein Big An, aber ich bin zwar ein Big An, aber ich weiß auch euch helfen. Verstehe. Big An. Big Fan. Heute habe ich mitten kaufen Wohnen geguckt und wisst ihr, wer mich gesehen habe? Das hattest du schon. Ich weiß, aber das war der andere. Echt? Mhm. Das gucken doch so viele RTL. Ich weiß, dass so ein Kommentar wie dieser einige nervt, aber wie soll man heutzutage bei YouTube noch aufmerksam machen? Das neue Design bietet nicht so bekannte Kanäle, leider keine Option, zufällig auf die Startseite zu gelangen. Wir sind ein Promotions-Kanal für Deutschrap und möchten gerne unser Publikum erweitern. Deshalb bitte ich jeden, der das hier liest, bei uns mal vorbeizuschauen. Und wem es nicht gefällt, der ignoriert das einfach, okay? Bitte gebt uns eine Chance. Jure, Jure, to end. Y, R, E, to end. Hat geschrieben. Also, ja, da hast du nicht ganz unrecht. Es ist schwer, ans Publikum ranzukommen, weil gerade alles zu Kommerz geworden ist. Also, die Medien regieren das Land, wie immer halt. Und das haben die auch YouTube übernommen. Es wird immer schwieriger. Also man kann sich vieles aufkaufen, wie bei Facebook, also Klicks und alles mögliche, aus bestimmten Quellen wissen wir das. Und das machen auch ganz viele Medien. Ja, aber was hast du davon, wenn du diese Sachen kaufst? Promo, die Leute feiern dann das andere und glauben, das andere wäre besser als ja, zum Beispiel das echte. Alles nix. Zum Beispiel die Außenseite oder Cold Mirror machen auf eigene Faust oder die ganzen Sachen. Sascha soll mal Rayman legen. Der kann das nicht mal aussprechen, warum sollte er das spielen? Leggings. Ja, Rayman Leggings. Ich freue mich so auf die nächste Songparodie. Ja, stimmt, da wird langsam Zeit, ne? Eine zu machen. Okay. Sascha's Style ist so originell. Dankeschön, das freut mich zu hören. Sowas zu hören, ich liebe sowas. Alles Mitleid, Quatscher. Die wollen nur nicht, dass du alleine dich in deinem Zimmer verkriechst und ausheulst. Das stimmt, ich mag nicht so heulen. Na, weil das stimmt, meiner Meinung nach. Hat der Killer auf
hast das geschrieben, weil du auf ein paar Daumen hoch gehofft hast. Nicht schlecht. Ich finde es auch immer so clever von Leuten, die schreiben, der neue gefällt mir Sound ist voll cool. Weißt du, damit Leute draufklicken und denken, nee, kommt ja gar kein Sound, aber ich habe schon drauf geklickt. So. Man kann die Videos von Julian und den Außenseiter nicht vergleichen. Stimmt, wir sind also Julians Blog und wir sind verschiedene Schiffe, wir fahren verschiedene Richtungen. Aber wir sind cool miteinander. Warum immer die Leute alles vergleichen wollen, das verstehe ich auch nicht. Das ist normal, das ist auch überall so. Auch Autos werden verglichen, Frauen werden verglichen, Models werden verglichen. Alles wird verglichen, Firmen werden verglichen, Geschäfte werden verglichen, Lampen, sogar Teppiche werden verglichen. Mein Teppich ist geiler als dein Teppich. Im Endeffekt soll ja sich selbst jeder entscheiden, was er gucken will. Fertig. I love you, ihr seid voll süß. PS, ich und meine Waffteresse haben das gleiche Oberteil wie Dima. Was er in Just Dance anhatte, das mit dem Haifisch. Jetzt bin ich cool mit Teresse. Ja, bist du als Logo. Du und Teresse, ihr seid die Besten sowieso. Also dieses T-Shirt ist richtig geil. Welches denn? Das mit dem Hai, wo das rausguckt, wo du auf Model gemacht hast. Hab ich was? Ich hab nicht auf Model gemacht. Auf Sexy Boy. Nur weil du nie so ein cooles Foto hast, musst du ja nicht haten, ne? Doch, ich hab schon ein cooles Foto. Ein cooles Foto habe ich eben. Aber eins, das ich gemacht habe. Wahrscheinlich. Also das letzte, wo du in der Stadt gemacht hast, das war das erste Bild dieses Jahr, was du geschossen hast, was wirklich gut war. Komm, also ich habe schon ein paar mehr geschossen, die gut waren. Nein, dieses Jahr war das erste gute, geile Foto, wo ich wirklich mit Stolz so richtig rausbangen konnte und mich wirklich gefreut habe, dass ich so ein Bild habe, wirklich. Da war auf dem Bild Simon, Dagi und Kai. Dagi, Bär. Ich rede schon so müde, weißt du, so richtig müde, weil wir die ganze Nacht nicht geschlafen haben, wir zocken gerade dieses Spiel, er zockt das Spiel. Ich lese gerade die Kommentare oder versuche es. Ich kann mich auch gerade auf nichts anderes konzentrieren. Aber gerade sind so wenig kreative Kommentare. Ihr müsst bitte was Kreatives schreiben. Auch wenn ich gerade unkreativ rede, müsst ihr wirklich irgendwas Lustiges dazu schreiben, was wir wirklich vorlesen können, weil das ist immer so das Gleiche. Geiles Video, geile Grafik, cool, scheiße, aber das ist nicht wirklich so konstruktive Kritik über irgendwas. Ihr könnt's. Ihr könnt uns unsere Sprache kritisieren oder die Spiele oder uns Tipps geben, was wir besser machen können. Oder was wir schlechter machen können. Ja, genau, das ist auch gut. Ist das schlimm bei Somewhere Over the Rainbow zu weinen? Das Lied ist so schön. Ich hab schon geweint. Da muss geweint werden. Sascha, dein Englisch ist kacke. Yes, I know, this my English is very, very bad. This not a way for I like this game, boy. You American boy. This a bullshit face. Was mach ich denn jetzt? Schlag it face. Dann müssen wir hin. Und wir machen das? Yes, I think you think richtig right. Aber wie machen wir das jetzt? You making this alone, weil this motherfuckers will nichts zu tun haben. Ja, den soll ich killen, aber er guckt hier gerade auf mich. This Pilzköpfe, this Pilzbrains, it's not easy zu verdauen. Was laberst du? I laber think komisch thing. Sascha, warum ziehst du dich immer so komisch an? Naja, damit ich eine eigene Persönlichkeit bin oder, keine Ahnung, eine eigene Existenz bilden kann, weil ich mich auf andere schaue. Ich kaufe mir immer Sachen einfach an, wo ich weiß, okay, das trägt keiner und das gefällt mir und deswegen trage ich es, weil ich nicht normal bin, ich bin ein ziemlich verrückter Typ. Er will einfach auffallen, gibst du zu. Haha, Dima ist Black Flag, Blade Zucker. Spaß. Ach du Scheiße, das war ja knapp. Und jetzt? Geht's dir gut? Also das. Wie soll es mir denn gut gehen? Das wird immer, diese komischen Leute schlimmer. Oh my gosh, das ist nicht normal. Das ist schnell geht. Ich muss ihn irgendwie killen, aber wie schaffe ich das? Ah, ich war schon so weit. Du gibst richtig perverse Kommentare. Willst du das nicht vorlesen? Weiß nicht. Soll er das vorlesen? Also, wir kennen auch was dazu. Fake Account, halt so ein unbekannter Name. Ich bin genauso schwul wie ihr. Seit wann sind wir jetzt schwul? Naja, das sind so Sprüche, weißt du, von der Straße. Wenn der Junge von der Straße ist, dann verstehe ich ihn, okay?
Da sind wir genauso schwul wie du, weißt du? Aber seine Schreibweise, Gott, du Hurensöhne, wie du meine Oma ficken. Wow! Ich hab vergessen, ein Video von Battlefield 4 zu machen. Naja, Battlefield 4 ist das, was... komm, Mann, komm! 90% aller Let's Player spielen werden. Hast du gerade ficken gesagt? Nein, hab ich nicht. Ich hab's nicht bis zum Ende ausgesprochen. Ich hab da gerade richtig ficken für Geld gehört. Hast du gerade ficken für Geld? Der guckt, warum guckt er gerade auf mich? Man muss weggucken, guck mal weg. Leute, wir sind ein neuer Kanal auf YouTube, wir machen Let's Plays und würden uns über ein Abo freuen. Ich finde schon ganz schon nice, also sehr nice, dass die Leute, bevor unser Embryo Baby Channel überhaupt auf die Welt gekommen ist, dass schon Leute unten. Boah. Jetzt wurdest du wieder geküsst. Ich muss mich beruhigen. Ich brauche eine Strategie. Можешь с вами поговорить? Напишите мне LS ваш сайт. Ja, Russki, тоже из Германии. Also er hat gesagt, er ist auch ein Russe und kommt aus Deutschland, bitte schreib mich an. Nur weil du auch ein Russe bist, heißt es nicht, dass wir uns bereit erklären, dich schneller anzuschreiben als andere, weißt du? Oder dass du mehr Vorteile hast. Also dadurch, dass du ein Russe bist, bekommst du nicht mehr Vorteile als die anderen. Weil sonst wäre es unfair gegenüber der anderen und sonst wäre es nicht ganz fair der Menschheit gegenüber und überhaupt finde ich, dass sowas wahrscheinlich nur Russen sagen, oder? Ich bin auch Russe. Ich höre das nur von Russen ständig. Nein! Wie schafft er das, mich jedes Mal zu entdecken? Sachsen sieht mal wieder richtig gut aus und Jima natürlich auch. Hier, yeah, nimm das, nimm mein Rohr. Ja, yeah, ich schaff das nie im Leben, die alle drei umzulegen. Auf jeden Fall sehe ich besser aus als die. Ja, gut. Was sagst du, ne? Den schaffe ich noch, aber den anderen bestimmt noch. Ich habe Rayman auf der PS1 früher voll gern gezockt. Ich hab's geliebt. Also da, wo du auf den Moskito fliegst, ist echt geil gewesen. Da schreibt wieder diese Fake-Podele für Nutten. Missgeburt. Weißt du, immer Abstand. Behinderte Scheiße. Behinderte Scheiße. Boah, wie schaffe ich das? Please, mach mir Videos. Gerne. Ziemlich gerne. Also ich sehe schon, bei Dima geht's gerade armer Berg ab. Die Glückssträhne scheint gerade bei dieser Folge vorbei zu sein. Naja, aber wir sehen uns in der nächsten Folge. Und in der nächsten Folge habe ich mehr Glück. Und ich bin wake up, aufgewacht. Was? Offener, auf. Bis morgen. Bis morgen.